Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Antichamber. Ja, beim letzten Mal sind wir hier zu diesem nicht-euklidischen Labyrinth gekommen und ich werde mal versuchen, ob ich diesmal weiterkomme. Ja, zum Blauen zu gehen hat ja wenig Sinn, weil dann kommen wir nach links wieder zum Roten. Wir kommen quasi hier raus und nach rechts kommen wir wieder zum Blauen. Also das ist, als ob wir hier raus kämen. Deswegen werde ich mal schauen, ob mir das jetzt was bringt. Oh mein Gott. Das mit den Farben kann ich mich hier nicht gut orientieren. Alles grün, das ist zwar schön und gut. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, einmal grün bringt uns hier hin. Wenn ich dann nach links gehe, komme ich da wieder raus. Okay. Dann gehen wir mal zum zweiten grün. Wenn ich dann da nach rechts gehe, komme ich wieder am Anfang raus. Das heißt, Richtung des Weißen gehen ist schlecht. Das heißt, da nach rechts sollte ich nicht... Nein, da möchte ich nicht hin. Das ist weiß. Da ist auch weiß. Ah! If you never stop trying, you will eventually get... you will get there eventually. Also wenn man nicht aufhört, es zu versuchen, dann schafft man es irgendwann. Links oder rechts? Gehen wir mal rechts. Some choices can leave us running around in circles. Wie ein Hund, der seinen eigenen Schwanz nachjagt. Ja, so ein bisschen ist das auch. Ich glaube, ich komme nirgendwo hin. Und ich vermute mal, ich komme auch nicht mehr zurück. Na toll. Mal schauen, ob ich den blauen Ding, das blaue Ding wiederfinde. Nein, es ist weg. Komme ich hier irgendwo an oder muss ich jetzt neu starten? Aber die Kreise werden kleiner, oder? Ha. Wir sind in einer Spirale gelaufen. Cool. Ja, wieder. Oh nein, was anderes. Raw persistence may be the only option other than giving up entirely. Tja. Jetzt sind wir wieder hier. Na gut. Den Weg hier haben wir noch nicht erforscht. Beim Auge. Schauen wir uns den mal an. Ah, wir kommen in den Dschungel. Und da sind schon wieder so komisch. Oh nein, es löst die Brücke auf. Warum tut es das? The solution to a problem may just require a more thorough look at it. Diese Lösung eines Problems könnte einfach ein genauerer Blick dahin sein. Vielleicht, wenn ich renne. Ah! Haha, sehr gut. Darunter gehe ich irgendwann ein andermal. Moving through a problem slower may help find the solution. Durch ein Problem langsamer zu gehen, kann die Lösung bringen. Wäre ich hier durchgekommen, wenn ich langsam gegangen wäre? Oder bezieht sich das auf das Rätsel? Ich gehe mal langsam. Moment, das ist das Ab, das haben wir schon mal gesehen. Und zwar ganz am Anfang in der Kammer. Da war so ein Auge an der Wand. So, ich wette, da kann ich da kann ich wieder was rausnehmen, aber ich komme dann nicht weiter. Dann nehmen wir uns zumindest mal wieder ein paar Sachen mit. Und da hinten ist eine gelbe. Schaut euch das mal an. Wir haben die blaue Variante und da hinten ist eine gelbe. Ah, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich brauchen wir die gelbe, um die gelben Blöcke richtig wegzumachen, dass sie nicht wiederkommen. Dafür, wenn, dann können wir die blauen Blöcke nicht mehr wegmachen. Und die kommen immer wieder. Und genauso beim Grünen auch. Vielleicht hat das was mit den Farben zu tun. Na, das bringt irgendwie nichts. Wahrscheinlich brauchen wir hier auch andersfarbige Blöcke, um weiterzukommen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich mache das mal wieder weg. Als Sicherheit. Und gehe mal hier. Na, das war jetzt irgendwie doof. Genau, damit kann ich das auslösen und euch nehme ich doch direkt mal wieder mit. Man weiß ja nie, wann man euch brauchen kann. Na toll. The right answers may also be the most obvious ones. Die richtige Antwort... Das ist ein Auge. Achso, da kommen wir her. Die richtige Antwort kann auch einfach die offensichtlichste sein. Okay. Okay, das ist anders. Die Grünen, die gehen auf jeden Fall weg.
Oh, das ist das Gelbe. Und da ist eine Treppe. Ich möchte erst zum Gelben, aber ich fürchte, dafür habe ich nicht genug Blöcke. Ich möchte aber da rein. Ich möchte die Gelbe, was auch immer das ist, haben. Na gut, aber zumindest für das Tor haben wir genug Blöcke. Auf Wiedersehen. Oh, warte mal, vielleicht. Warte mal. Moment mal, das möchte ich nochmal ausprobieren. Bringt es was, wenn wir da was reinsetzen? Tatsache. Also ich kann nicht einfach das Muster kopieren. Nee, das gibt nicht die Hälfte. Na gut. Dann bleibt uns halt doch nichts anderes übrig, als erstmal hier durchzugehen. What? Das ist ja gemein. Ich will da aber hoch. Ich will da hoch. Nein. Ist das fies. Und jetzt sind wir weiter weg von dem als bisher. Sometimes we only have just enough to get by. Sind das Zitronen? Wenn das Leben die Zitronen gibt, dann macht Limonade draus, oder wie war das? Ach so, weil wir da... Oh, weil ich nicht genug hatte, um das andere Tor zu aktivieren. Moment, das ist schon halb aktiviert, aber... Ah, das ist ja gemein. Ich habe mich schon gewundert, warum ist hier denn einfach eine blaue Wand? Was soll ich denn damit machen? Gehe ich erstmal durch die Wand durch oder gehe ich an dem anderen Tor weiter? Das ist das Fiese an dem Spiel, dass man so viele Möglichkeiten hat. Similar problems can have entirely different solutions. Aber ich möchte noch was anderes ausprobieren. Klar, wir können jetzt das da öffnen. Ach, Schande. Ich kann die Blöcke ja gar nicht mitnehmen. Ja, ich bin ein bisschen dämlich. Ich dachte eigentlich, gut, ich kann ja jetzt da... Dann da hoch die Treppe, indem ich mir einfach Blöcke platziere, aber da habe ich wohl ein bisschen falsch gedacht. Ach, na gut. Dann platzieren wir mal hier ein bisschen blaue Blöcke und vervollständigen die Wand und den Boden. Und dann können wir hier durch diese Tür durch. Moment. Ach, da fehlt noch einer. Okay. Dann können wir zumindest hier durch. No, die Katze hat den Fernseher kaputt gemacht. Nein, gar nicht wahr. Das Kind hat den Fernseher kaputt gemacht und mit dem Ball und versucht das jetzt auf die Katze zu schieben. Boah, ist das gemein. Understanding a problem requires filling in the pieces. Ja, hier komme ich definitiv nicht durch. Oh nein. Oh nein. Hier komme ich doch niemals durch. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht, die Dinger da reinzupacken. Das ist ja schade. Dann bleibt uns wirklich nichts anderes übrig, als hier durchzugehen. Ist das gemein? Jetzt? Nee, das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich muss ich die Gelben irgendwie dazu bringen, dass sie sich bewegen. Nach oben oder unten, damit ich sie da rauskriege. Aber das funktioniert einfach nicht. Ich habe nicht die nötigen Möglichkeiten dafür. Und ich komme hier gerade nicht weiter. Weil da komme ich nicht durch, da komme ich nicht weiter. Ja gut, ich kann hier noch durch die Wand gehen. Dann brauche ich erst wieder ein paar Blöcke, um dann da hochzukommen. Auf der anderen Seite ist das natürlich cool, dass es so viele Wege gibt, weil dann hat man eigentlich immer eine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Going a certain way may require building your own path. Ja. In bestimmten Weg entlang zu gehen, kann heißen, dass man seinen eigenen Pfad erschaffen muss. Warum kann ich... Ach so. Ah, ich verstehe. Da kommt eine Mauer, an der wir nicht vorbeikommen. Deswegen einfach mal hopp, springen. Cool. Na gut.
Ah, schon wieder so ein Ding. So, diesmal bin ich aber vorbereitet. Diesmal komme ich hier runter. Na, viel weiter geht es nicht runter, aber ich platziere einfach mal das Ding hier. Und lass es wieder nach oben fahren. Na, schade, hier geht es nicht weiter. Old skills are useful even after we have learned new ones. Oh nein, das sieht so... Runter? Seid ihr sicher, dass ich runter möchte? Moment, hier waren wir doch schon und da bin ich hochgegangen das letzte Mal. Bloß runter sind wir... Na, komm. Lass mich dahin. Runter sind wir nicht gegangen, weil da hatte ich keine Dinger bei mir. Praktisch. Aber ich komme noch weiter runter, oder? Nee, leider nicht. Das blockiert mich. Oh. Aber jetzt verliere ich doch... Warte mal, das kann ich wegmachen und dann kann ich... Ah, haha, geheimer Weg entdeckt. So, das kann ich wieder bewegen. Wahrscheinlich müssen wir überall diese rosanen Dinger finden und die weitergehen lassen. Hm. Wahrscheinlich hätte ich das in dem anderen Raum nicht gemacht, in dem Museum. Wäre er jetzt nicht hier gewesen, der Block. Interessant. Hm, gehen wir mal wieder hoch. Und schauen uns an, was wir hier noch machen können. Gut, ich verliere jetzt wieder die Dinger. Damit muss ich leben. Oh oh. If you aren't paying attention, you will miss everything around you. Ja, das stimmt wohl. Vor allem in der aktuellen Generation passt das einfach sehr gut mit den ganzen Smartphones. Wenn man sich anschaut, wenn man mit der U-Bahn fährt, wie viele Leute dann einfach da sitzen vor ihrem Handy und eigentlich überhaupt nicht mitbekommen, was um sie herum abgeht, das ist schon bedenklich. Ich will da hoch. Was passiert, wenn ich das... Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 ich will da hoch. Hm. Ich muss hier doch irgendwie hochkommen, oder? Das muss doch bestimmt möglich sein. Ah. Mal schauen, ob ich das schaffe mit dieser Technik. Das so schnell wie möglich wegnehmen, um dann drauf zu kommen. Oder kann ich, Moment, kann ich das komplett weiter... Ja, ich kann es noch weiter... Seht ihr das? Seht ihr das? Das war damit gemeint. Okay, dann gehen wir mal auf den Aufzug drauf und lass uns hochfahren. Wow. Nein, ich will in das Grüne. Nein. To get past the problem, you may just need to keep pushing through it. Das haben wir doch gerade gemacht. Hm. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir sind. Ich muss nach oben, aber ich komme doch gar nicht nach oben. Nee. Dann gehen wir erstmal wieder runter. Getting where you want may require jumping through some hoops. Ah, wie praktisch. Ah. Ja, jetzt verstehe ich, was sie damit meinen, dass man durch ein paar Reifen springen muss. Man muss es immer und immer wieder machen, bis man es schafft. Aber eigentlich wollte ich trotzdem lieber zum Grün. Jetzt sind wir schon wieder hier. Moment mal. Throwing yourself into things can take you to new heights. Ja, eigentlich würde ich tatsächlich gerne an das Rote. Aber da komme ich ja offensichtlich nicht hin. Hm. Aber jetzt kann ich an das Grüne. Warte mal, in welche Richtung ist da der... Ah, der Pfeil zeigt es mir sehr gut. Nein, nicht geschafft. Ah.
Dann das Ganze nochmal. Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Einmal wieder hier das Rote. Warum schaffe ich das denn nicht? Das hat doch gerade eben funktioniert. Warum komme ich denn da nicht mehr hoch? Hallo? Spiel? Ah. Das funktioniert doch. So, ein weiterer Versuch. Diesmal kommen wir bestimmt ins Grüne rein. So. Einmal das dahin und dann wieder weg. Ja, richtige Richtung. Sehr schön. Haha. Wir haben es geschafft. Und wir müssen unser blaues Ding abgeben. Hm. Ein Schmetterling. Das sieht aus wie Dornen, aber ich vermute, ich soll das Gras sein. What we've done before may impact what we can do next. Ah, was wir vorher getan haben, kann beeinflussen, was wir als nächstes tun können. Wir haben hier irgendwas reinplatziert. Anscheinend. Nein, ich will aber durch. Ich will aber... Ich will. Na gut, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist ja hier durchzugehen gerade. Oder nicht. Hey. Ich habe hier nicht genug Blöcke. Oder, nee, das krieg... Moment mal, wenn ich das hier reinkriege, dann kann ich die Tür aufmachen. Dann kann ich den Block da hinten mitnehmen. Aber ich kann den hier nicht rausnehmen, weil dann geht die Tür zu. Ich muss die Tür irgendwie blockieren können. Aber wie ist die Frage? Wenn ich die Tür blockieren würde, dann könnte ich auch gleich die Tür hier blockieren. Ach, das ist doch gemein. Hm. Gehen wir einfach hier weiter. Ah, ja klar, ich kann auch einfach den Block hier mitnehmen. Ich könnte auch da hinten weiter. Ich möchte aber erstmal hier weitergehen. Weil ich es kann. Jetzt komm ich. Ach, jetzt bin ich. Nein! Ich habe mir den Weg versperrt. Das war natürlich ein bisschen dumm. Ein bisschen sehr dumm, weil jetzt kann ich das vergessen. Jetzt kann ich zwar den hier mitnehmen, aber ich komme nicht mehr zurück. Ah, das war dämlich. Ja gut, ich würde sagen, gehen wir mal wieder zurück. Da komme ich nicht weiter. Und wir haben nur noch 22 Minuten Zeit. So lange spiele ich schon. Wow. Nett, nett, nett. Na gut, ich würde sagen... da sind wir jetzt hingekommen. Not enough pieces, ja. Hätte ich das Ding von der Tür nicht weggenommen, hätte ich genug gehabt. Das war natürlich dumm. Taking baby steps. Interessant. Sehr interessant. Na, da sind Sackgassen. Moment, das ist... Achso, ich wollte schon sagen, das ist doch nicht auch Taking Baby Steps. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Ich habe noch keine Ahnung. Das werde ich dann gleich spontan entscheiden. Ich würde mal sagen, jetzt ist gerade ein schöner Zeitpunkt, dass wir die Folge beenden und die nächste Folge anfangen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns hier gleich wieder, beziehungsweise bei der nächsten Folge. Für euch wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Ich werde einfach weiterspielen. Also, dann macht's gut, bis hoffentlich zur nächsten Folge.